Putin zeigt in Russland sein neues, fettes Auto. Und obwohl es in Russland gebaut ist, ist es trotzdem russisch versus deutsch. Alle Details kriegt ihr hier bei mir. Hallo zu Russisch versus Deutsch. Ihr habt ja schon beim letzten Mal erfahren, dass für Putin jetzt die deutschen Autozeiten vorbei sind, denn er hat seinen Mercedes verkauft. Heute geht es bei mir aber um sein neues Auto. Öffentlich das erste Mal gefahren ist er damit am Montag. Da konnte noch nicht viel schief gehen, denn es war nur ein paar hundert Meter von seinem Büro zu seiner Vereidigung im Kreml-Palast und das hat gut geklappt. Gebaut wurde das Auto in Russland und das ist Absicht. Es ist bekannt, dass Putin mit seinem neuen russischen Auto die Unabhängigkeit vom Westen oder vom Ausland generell zeigen möchte. Es ist sozusagen symbolisch. Es ist übrigens schon lange her, dass russische Staatschefs russische Autos gefahren sind. Denn auch Jelzin, der vor Putin Präsident war, war Mercedes-Fan. Putins neues Auto wurde in den letzten 6 Jahren entwickelt. Es heißt Cortège und sonst gibt es zum Auto viele Widersprüche. So schreiben die einen, dass es 600 PS beim Motor und andere 800 PS hat. So richtig scheint es keiner zu wissen. Ganz ohne Deutschland geht es aber bei dem Cortège nicht. Verschiedene Autozeitschriften haben nämlich gezeigt, dass Porsche und Bosch beim Bau mit sich beteiligt haben. Der Motor ist zum Beispiel von Porsche. Also ist das neue Auto auch ein bisschen russisch versus deutsch, aber kein Mercedes mehr. Außer dem Nobelschlitten soll Putin momentan auch ein eigener SUV und ein Minivan gebaut werden. Die Limousine soll kein Einzelstück bleiben. Die Russen wollen jetzt noch mehr davon machen. Kaufen sollen die reichen Russen, die herumfahren wollen wie ein echter Präsident. Da war ja die Vereidigung echt die ideale Werbeveranstaltung dafür. 200 sollen dieses Jahr gebaut werden, 4000 insgesamt. Aber wenn momentan in Moskau bei euch ein Cortège vorbeisaust, da sitzt dann wirklich Putin drin. Dennoch ist alles andere, was den Cortège angeht, Zukunftsmusik. Mehr Videos mit mir gibt es unter dem jetzt eingeblendeten Link. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss!